Hey Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen zum wöchentlichen Podcast. Das heißt Benkai. Hallo. Moa werden Teaminstanzen machen und einfach über ein x-beliebiges Thema reden. Ihr könnt gerne Vorschläge machen. Wir haben heute nicht mal ein Thema, das wird spontan kommen. Wir sind vorbereitet, wie sonst was. Doch zunächst hier nochmal kurz, was das für Events sind. Ich habe heute aufgeladen, 1 Euro, ihr seht gleich warum. Da gibt es diese tolle Belohnung. Dann gibt es Ode an die Freude, wo Naira, wer hat es vor ein paar Tagen oder Wochen angesprochen? Moa, jetzt haben wir es da. Vielleicht guckt der Support ja heimlich meine Videos. Wenn ja, ich hätte gern so 1 Million Diamanten. Lässt sich da was machen? So, holen wir das ab. Wo Naira, freue ich mich, weil man das sonst nur schwer bekommt. Das geile kostenlos abholen beginnt auch. Direkt geheime VM und 10 Supertruhen. Geil. Und das neue Hooper-Event ist da. Scheiße. Ich denke nicht, dass das als Event zählt, aber wer dafür zieht, ist dumm. Draufgedrückt. So, ich habe eine neue Freundschaftsanfrage. Linji, ach komm, dich ziehe ich mit. Du bist mein bester Freund. Fängst du an mit aufmachen oder ich? Warte kurz, ich muss einen Weltboss umbringen. Weltenboss. Es ist gleich 16 Uhr. Ich muss kurz einen Weltenboss umbringen, damit das heute Abend keiner macht. Genau. Über was könnte man quatschen? Über was könnte man heute quatschen für den ersten Podekoste? Man könnte fast denken, du wartest auf eine Antwort. Ja. Wir können über den aktuellen Spielermarkt reden, sobald du fertig bist. Ich mach Mount auf, sobald du bereit bist. Spieler oder was meinst du? Spielermarkt. Achso. Was wir zocken wollen. That's right. Weil heute auch ein passender Kommentar dazu war, den ich gerade beantwortet habe. Oh. Ich beantworte hin und wieder Kommentare. Außer deine. Deine sind kacke. Mit deine meine ich dich. Nicht dich, Benkai. Dich. Weißt du. Bin da. So, ich mach auf. Mach mal. Bist du mit Keljo spielen? Nein. So, aktueller Spielermarkt. Wir hatten schon mehrmals angesprochen. Wir wissen nicht, was wir spielen sollen. Ich würde gerne mehr streamen. Das ist in der letzten Woche 2-mal passiert. Für die, die da waren, ihr wisst, was es ist, so Fortnite. Ich bin kein riesen Fortnite-Fan. Hab mich versucht, mit dem Spiel anzufreunden. Wir haben sogar ein paar Siege geholt. Wenn ich es schaffe, kann ich ein Best-of zusammenschneiden. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber langfristig werde ich dieses Spiel nicht spielen. A, ich bin kacke. Und B, der Spaß ist irgendwo in Grenzen. Oder wie siehst du das? Macht dir Fortnite brutal viel Spaß? Ist was anderes. frag nicht. Es ist halt. LOL haben ja zwei auch wieder versucht. Sie haben beide früher gespielt, haben jetzt schon mal versucht, das zu spielen und sind beide der Meinung, danke, nein, ohne uns. Weil die Community, das Spiel an sich ist toll, aber die Community macht ungefähr alles kaputt. So kann ich das Ding nicht verbrennen. Das war doch verbrannt. Boy. Aber die Community ist halt wirklich. Geht gar nicht. Da macht das Spiel 0,0 Spaß, weil jeder nur am Rumpflehmen ist, bla 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 bla. Ja, was haben wir noch probiert? CSGO spielen wir aktuell hin und wieder noch. Aber ich bin ja irgendwo Gold 4, MG1 Ebene. Da sind halt Leute unterwegs, die spielen wie junge Götter. Dagegen würde jeder Klobelspieler einpacken, du merkst ja selbst. Stimmt sie, Genki? Ja. Und es deutet halt meist auf Cheats drauf hin. 2 weiße Bären. Fuck yeah! Und das ist halt mega frustrierend. Das raubt halt auch viel Spaß. Jetzt mach Brüssel auf. Haben wir noch irgendwelche Spiele probiert? Nö. Du musst mal schneller bereit machen. Ja, das Pokémon war da hinten. Ist halt, sind jetzt zwar so, oh, hallo Stimmbruch, hallo, also, so. Es ist schwer. Ich meine, es kommen jetzt die Tage Black Ops 4 raus,
Das willst du aber nicht mitspielen? Nee. Das ist schon was, was wir gemeinsam spielen können. Warum willst du Black Ops 4 nicht spielen? Zu teuer. Ach, die Gold-Edition kostet doch nur 99,99. Wenn du es mir sponsorst, ja gerne. Mit welchem Geld? YouTube Money. Ich kann dich ein halbes Ü-Ei abgeben. Nehme ich. Dann kriegst du aber der Hälfte. Ich will das Spielzeug haben. Fallout 4 kommt, glaube ich, November raus. Das könnte was sein, wenn sie es nicht verkacken. Aber sonst ist halt irgendwie alles irgendwo ausgelutscht und langweilig. Oder dann kommt ein geiles Spiel raus und dann setzen sich die Leute nicht weiter ran, weil sie einfach denken, oh, wir haben das Geld, you go fuck yourself. Das ist aktuell so mein Empfinden. Wie ist denn deins? Rede du doch mal, dir die Seele frei. Kartoffelbrei. Ich bin mehr im Hintergrund. Ich höre dir gerne zu. Ja, aber ein Podekoster ist meistens ein Dialog. Zwischen zwei Leuten, ja. Bestehend aus Monologen. Ach so, aha. Das heißt, du musst jetzt eigentlich, ohne auf meine Punkte einzugehen, einfach was anderes sagen, ja. Wie siehst du das? Ja, ich weiß nicht, ich spiele eh nicht so das, was in der Menge gerade los ist, ne? Also, den Hype auf Fortnite bin ich eh nicht mitgegangen. Ich schaue mir es eher an. Finde ich auch schöner anzusehen. Als es selbst zu spielen. Naja, Black Ops, naja. Kennt man von den anderen Teilen. Cheater. Reicht ja. Wie Counter-Strike, bloß meistens schlimmer. Weil sie die tollen Charaktere reinbringen. Oh, ich bin unsichtbar. Kann man auch gleich cheaten, ne? Was sagst du? Also wenn... Ja, also COD, ich habe ja eigentlich nur die 4 und 5 gespielt. Also 4 war, glaube ich, Modern Warfare. 3. Nee. 4 war, glaube ich, Modern Warfare. Oder? 3, ich hab's doch. Was war denn dann der 4? Weiß ich nicht. Also ich habe Modern Warfare gespielt und World at War. World at War ist der 5, da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Bei der 4 waren viele Cheater, bei der 5 kann ich es nicht einschätzen, weil ich eine Maschine war. Hat jetzt mir aber auch nicht so viel Spaß gemacht, weil es halt eigentlich so ein punktuelles Campen ist. So habe ich zumindest empfunden. Ach, wie ein PUBG. Aber die Deffen, ja. Und bei Campern eskaliere ich immer relativ fix. Und das ist unschön. Generell Cheater sind Wichser. Aber es ist halt super schwer. Heute gerade das Kommentar, wie ich wollte dich ansprechen. Es wurde mir empfohlen, oder es wurde sich gewünscht, dass ich von Monster Hunter World, heißt es glaube ich, Let's Play mache. Hatte ich auch damals angekündigt, dass ich das mache. Hat mir das Spiel gekauft, alles cool. Habe auch angefangen zu spielen, 3 Stunden aufgenommen. Und nach den 3 Stunden war wirklich so, boah, ungeschnitten kann ich das nicht hochladen. Übelst langweilig. Also habe ich es empfunden. Dann habe ich versucht, es zusammenzuschneiden. Und selbst in den 3 Stunden bin ich auf 5 Minuten Videomaterial gekommen. 5 Minuten. Wo ich gesagt habe, ja, das ist unterhaltsam. Aber ungeschnitten das zu zeigen, war halt, boah. Das ist nicht so meins. Ich habe das Spiel zurückgegeben, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Dem einen oder anderen. Doch, habe ich. Ach so. Tatsächlich, danke Steam dafür. Ist eine super Methode. Also finde ich klasse von Steam, dass du die anspielen kannst und sagst, ja, ist geil oder danke, nein. Ich stehe übrigens gleich. Und deswegen habe ich das Projekt dann auch verworfen, weil es mir keinen Spaß macht. Warum soll ich was spielen, was mir keinen Spaß macht? Ich spiele Sachen, die mir Spaß machen. Das ist aktuell Trader Co., warum auch immer. Und Lego. Habe ich wirklich Freude dran. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es ein Nostalgiefaktor ist oder sonst was. Es wird auch wenig geguckt, das juckt mich eigentlich auch nicht. Gucken und ich haben da sehr viel Spaß dran, deswegen spielen wir das zumindest zum Schluss. Und andere Teile wahrscheinlich folgend. Ich wollte ja doch, das auch mit dir spielen, aber was wollt ihr ja spielen? Ja, mit dir möchte ich Stream-Spiele spielen. Wow. Wow. Ich gebe wieder einen Rotz ab. Ey, du darfst, wir können auch ein Lego-Spiel zusammen spielen. Spiel ich eins mit Cookie und eins mit dir.
Okay. Verdammt. Ich dachte, du sagst nein. Ach Mist. Es ist halt, wenn ihr Ideen habt, immer gerne her damit. Dann Bananengarten, ne? Ne, oder machen wir zum Schluss Bananengarten. Ja, ja. Erfüll nix. Angesprochen haben wir auch schon Fallout. Werden wir mal gucken, was es kostet, wie es ist. Sehr entscheidend. Zumindest für mich. Ja, wenn es auch wieder 100 Millionen Euro kostet. Ich glaube, zum Preis haben sie noch nichts veröffentlicht. Das ist ein bisschen schade. Spiele, die ich auf der Agenda hatte, waren Lost Ark. Jetzt habe ich letztens gelesen, circa 2020 soll das Spiel bei uns auftauchen. Es wird wieder in Asien zuerst released. Geil. Das Spiel ist quasi wie Diablo, bloß für mich ein geiler. Und hatte ich richtig Bock drauf, aber 2020 ist halt doch ein langer Weg. Und bis dahin bräuchte man Spiele. Weiterhin auf der Agenda habe ich Days Gone. Ist aber mehr ein Singleplayer-Spiel. Ist egal. Kommt aber, glaube ich, erst Februar. Spielt ja Gott aber auch alleine. Das muss ich mal zu Ende spielen, das mache ich im Urlaub. Dann Dying Light 2 kommt auch im Februar. Das könnten wir vielleicht angehen, wenn du Bock drauf hast. Ist das nicht sowas wie hier Dead by Daylight oder so? Ja, aber quasi mit der Singleplayer-Kampagne zu zweit Monster einfach klatschen. Mhm. Wenn es nicht auf dem Index landet, wieder eins. Das ist, was eigentlich witzlos ist. Ich habe noch irgendwelche Spiele auf der Agenda. Wie was? So ein Wie was? Dying Light 1 ist auf dem Index gelandet. In Deutschland nicht erhältlich, dann hat man sich halt über Österreich und Schweiz geholt. Dann war noch irgendein Koop-Spiel, was so ein bisschen mit Robotern im Dschungel. Wie hieß denn das? Irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Ist auf jeden Fall auch wieder ein Koop-Spiel gewesen, sieht auch wieder interessant aus, aber es sieht auch wieder nach einem AAA-Titel super teuer aus. Aber ich will nicht unbedingt AAA-Titel spielen. Es gibt aber auch viele Underdogs, die einfach nicht bekannt sind, aber die wahnsinnig viel Spaß machen. Und da hoffe ich einfach drauf, dass einer von euch uns einen Tipp sagen kann. Ey, hier, Punkt, Punkt, Punkt. Neu rausgekommen. Probier das doch mal. Das muss ja gar nicht neu sein, ne? Oder 2002 ist das rausgekommen. Mega geil. Probier das mal aus. Macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil bla 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 geht um bla bla bla. Irgendein Koop-Game. Borderlands habe ich leider schon alle durchgespielt, sonst hätte man das gespielt. Weil ich persönlich finde immer Blind Let's Plays schöner, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Reaktionen quasi echt sind und nicht einfach nur, oh, oh geile Waffe. Wir haben hier aber ein Secret gefunden. Uiuiui. Ist halt relativ schwer. Assassin's Creed jetzt auch wieder, das Odyssey ist glaube ich neu rausgekommen. Ja. Auch wieder die höchste Edition für 109 Euro. Die andere glaube ich 59 Euro. Was ist halt immer... Ulti. Ja, ach. Ist halt... Assassin's Creed ist halt irgendwann mal ausgelutscht. Bis... Wie hieß denn das? Brotherhood was nicht. Bis Black Flag habe ich es gespielt. Und auch gerne gespielt. Und ab Black Flag ging es quasi einfach nur noch... Nee. Wirklich neu, naja. Eine Kiste, Modekoffer, yeah! Ist halt blöd. Mount ist jemand drin, kommst du fix mit rein? Er hat gerade aufgelöst. Ich wollte dir helfen, Junge! Dann mache ich mal auf. Okay. Das sind halt so aktuell unsere Sorgen und Probleme. Welche Spiele haben dir in der Vergangenheit wahnsinnig viel Spaß gemacht? Na gut, ich habe Forza gespielt. Das ist jetzt auch mehr so ein Singleplayer. Ich habe mehr Borderlands mit Kollegen. Weil die Gender hier durchgehen. Ja, Dota ein bisschen. Was haben wir noch? Ich habe nicht viel gespielt. Torchlight haben wir mal gespielt. Ja, nichts anderes als Diablo. Bloß ein bisschen anders.
Ist ja nichts anderes als Diablo. Ja, Fantasy nur ein bisschen 1 anders. 1 zu 1. Bloß sieht ein bisschen anders aus. Was mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat früher, waren Spyro und Crash. Da habe ich auch Stunden Spyro und Crash. Ach, Spyro, achso. Aber solche Spiele werden gefühlt einfach nicht mehr produziert. Pokémon wird auch immer bescheuerter, also für mich bescheuerter. Vielleicht bin ich jetzt auch einmal rausgewachsen, aber gerade die alten Spiele, mega gesucht, damit ist mal aufgewachsen. Dann kommen da immer komischere Sachen rein. Ich wüsste auch nicht, wie man Pokémon verändern soll, dass man wieder richtig neu und innovativ ist, aber... Ja, bei Mount kann es mal 27er. Alles klar, bin dabei. Es ist halt... Als würde der Spielemarkt aktuell wirklich wie PUBG, also so empfinde ich es, schnell mega Hype produzieren, schnell Geld einsacken und fickt euch. Klar arbeitet PUBG jetzt langsam dran an Servern und Shop-Overlay, aber es kommt alles viel zu spät. Ich habe da jetzt gefühlt ein Jahr auf richtig geile Sachen gewartet, weil alle versprochen wurde, Server, bla bla bla. Aber das kommt viel zu spät. Das ist kacke. Ich meine, das hat Fortnite von Anfang an hingekriegt, ohne irgendwelche Macken oder Faxen zu machen. Und die haben ja auch aktiv gearbeitet, was ich mitbekommen habe, von Leuten, die es aktiv spielen. Aber auch wenn nicht. Aber ich finde halt, dass Fortnite, ja, hat durchaus eine Daseinsberechtigung. Aber für mich ist es halt nichts, weil ich gerne Shooter spiele. Und wenn dann Leute beschossen werden und sich da ein Schloss hinzimmern, kriege ich halt so einen Hals. Das hat wenn man erst nicht kann. Auch, ja, das könnte man sich aber durchaus antrainieren. Aber irgendwie ist das für mich... Wenn ich bauen möchte, spiele ich... Minecraft. Das können wir doch spielen. Habe ich tatsächlich mal überlegt. Nein, aber lass stecken, ich bin da. Naja. Ich habe es sein gelassen, weil... Ich habe wieder nur Bullshit dort gemacht. Nur Penisse gebaut. Brüssel? Mal Brüssel auf, genau. Du hast nicht so irgend sowas, was buffen kann? Damage und so. Ich? Kann ja ein Latias oder sowas. Ach, mach nein, einfach. Nee, lass mal stecken. Es ist einfach meh. So wie das so ein Herzensprojekt von Entwicklern. Wo dann wirklich davor sitzt und denkst einfach nur so wie God of War. Finde ich, ist mega gut gelungen. Aber ist halt wirklich ein reines Singleplayer-Spiel. Und es ist auch genau aus dem Horizon Zero Dawn. Kennst du vielleicht PS4-Exclusive-Titel? Sagt dir das was? Wie heißt das Spiel? Horizon Zero Dawn. Wo du in der Welt bist mit den Roboter-Dinos. Doch, habe ich einmal angeschaut. Wo so ein Mädchen spielst, ne? Genau, rote Haare. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ja, doch. Fand ich an sich mega, wurde mir persönlich bloß mega schnell langweilig, weil du einfach nur von A nach B gelaufen bist, durch den das gedettet hast. Und das einfach im höheren Schwierigkeitsgrad. Richtung Dark Souls im Koop-Modus. Sowas wäre mega. Oh, Afkala. Wichser. Einfach so Herzensprojekte, die nicht so schwer sind. Aktuell habe ich auch das Gefühl, die gehen immer mehr auf Grafik. Es muss geil aussehen, aber kein Inhalt dahinter sein. Und das ist, finde ich, absoluter Blödsinn. Ich habe lieber eine Grafik, die okay ist, aber wo der Inhalt mega intens ist, mega Spaß macht, das Spiel zu spielen, weil man wissen will, wie es weitergeht. Da ist mir die Grafik erstmal, wenn es ja annehmbar ist, mega. So wie Fortnite, das ist jetzt nicht geilste Grafik, aber ich finde sie trotzdem schön. Ja, spielbar, ne? Oh, die Sonne scheint mir wo rein. Ins Gesicht. Das scheint sie dir schon aus dem Arsch. Ja. Widerlich. Ist halt... Warte, ich schau mal kurz, was... Oh, hier, komm mal auf Moro Island. Alle. Auf Moro Island? Island. Oh, zwei Affen. Ero. Das soll Gold machen und. Oh. Als hätte er mich gehört. Der Lulatsch. Ist halt irgendwo immer. Hm.
Bist du AFK? Nee, bei mir lädt's noch. Oh, bei mir buggt's wieder. Ja. Wow. Wirklich? Ja. Arschloch. Dann gehen wir halt raus. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass auf einmal nichts passiert und einfach wieder rumstehen und nichts tun. Octarina Go hatte eigentlich von Anfang an mega Potenzial. Ich mach mal aber auf. Vielleicht kommt er wieder rein. Aber weil die Rechte fehlen für die Pokémon. Warum Pokémon da nicht mit einsteigt, in dem Spiel wird so viel Geld generiert. Stell dir mal vor, die haben die offiziellen Rechte für die Pokémon. Was die an Geld hier generieren würden. Das wäre brutal. Wenn das offiziell permanent im App Store ist, wenn da Leute drauf aufmerksam werden, so wie früher, wo es ein kleiner Hype da war. Wegen der YouTube-Werbung. So, Entschuldigung. Mega. Mal gucken, ob der was reißt. Aber irgendwie ist es aktuell einfach schwach. Also so finde ich es. Vielleicht gehen auch viele Spieler mir vorbei. Durchaus möglich. Kannst du auch spielen, oder? Ja. Was hat ein Summer Shadow? Nicht das Beste, aber ist okay. Mal gucken, ob wir durchkommen. Maskabut! Bam! Stark! Trainer Go ist auch, wenn man seine Leute hat, gefunden hat, mega. Aber jetzt habe ich wieder einen Freudenpups gemacht. Aber, hat man nicht gehört. Schade. Aber, da ist es zum dritten Mal. Gesicht, scheiße. Wenn man das irgendwie alleine spielt und nicht mit Leuten hin und wieder im Discord, im Teamspeak, sonst wo Quatsch oder schreibt, finde ich das Spiel auch schon wieder. Meh. Mir macht das Spiel Spaß. A, weil ich einmal auch mit der Gilde zum Gegenkrieg einfach quatschen kann, ein bisschen volllappen. Das ist toll. Warum klaut er die Buffs nicht? Bauer. Ist halt. Machst du auch nicht? Ja, ich kann's ja nicht. Ich hab's ja beim Gewaltrohr gemacht. Und ich schlafe. Oh, komm. LOL habe ich auch insgesamt über 25.000 Spielstunden, laut dem einen LOL-Spielzeitrechner. Aber... So, jetzt ist interessant. Die Community ist halt... Crap! Oh wow, weich ja beim Most Damage Hit aus. Ich hasse Menschen, die AFK sind. Wirklich, gerade bei Monroe Island oder sowas. Wenn es drauf ankommt. Jo, wir können rausgehen. Oder willst du das durchspielen? Nee, ich mache eh keinen Damage. Egal. Monroe Island ist wieder unser lieber Typ von eben, den wir im Stich gelassen haben. Wollen wir nochmal rein? Ja. Aber es wird. Ja, mal gucken, ob er rausgeht. Nee. Du musst halt hier Giratinas Buff wegklauen. Aber die hat ihn noch gar nicht gemacht. Doch, hatte. Achso, dann war ich noch in meinem Redefluss drin. Bitte kein Bug. Schon wieder. Was ist denn das, wenn die so Idioten aufmachen? Ich kann nichts machen. Ja, dann bleib mal drin. Vielleicht kommen wir so durch. Dann geht die Folge halt länger. Musst du jetzt halt das Quatschen übernehmen. Ach, können das nicht fixen? Bitte Attacke wählen, ja. Mir ist kein zur Auswahl. Für die Leute, die sich gerade fragen, was los ist, er hat gerade den Bug, wo er nichts drücken kann und die Zeit einfach runterläuft und nichts passiert. Nicht mal eine Attacke sieht. Siehst du die? Nee, nein. Nichts steht. Du machst Seite. Aber mit Abstand hier den meisten Damage, ne? Ja. Aber das ist relativ schnell angegriffen. Oder habe ich euch verwechselt? Nee, er ist dran. Er hat wahrscheinlich das Thunderset drin. Ist halt. Und das macht mich übelst aggressiv, diese fehlende Leidenschaft der Entwickler, ein richtig geiles Spiel auf die Beine zu stellen. Die dürfen gern insgesamt 5 Jahre daran arbeiten, aber keine unfertige Scheiße rausbringen.
Gerade die Early Access Titel, es ist einfach hart formuliert, aber es ist so. Die bringen einfach schnell ihr Spiel raus. Das heißt ja immer, ja, damit sie Geld generieren, um es weiterzuentwickeln, aber es ist Bullshit. Wer von den erfolgreichen Early Access Spielen programmiert dann wirklich dauerhaft und mit viel Leidenschaft weiter? PUBG, als das Geld dann plötzlich mal alle ist, haben sie gemeint, oh, müssen wir doch mal was machen, neue Map. So viele Spieler und Streamer haben da einfach keinen Bock drauf, gerade weil die Server so scheiße sind. Und mit dem ganzen leichten Plays, gerade beim Peaken und sowas, das macht keine Freude. Ein Shooter muss flüssig und toll sein. Sobald da einer irgendwie einen Vorteil hat, weil er komisch peaken kann, ist halt kacke. Damit meine ich jetzt nicht ortsbezogen, sondern vom Server bezogen. Weil es einfach einen hässlichen Delay gibt. Wo sind wir? Ebene 3. Welche waren das? Mit Kabulu und Gibaltro. Achso. Und das ärgert halt. Cut. Hat man ja vorhin mal kurz angesprochen, Spiele, die man früher gespielt hat. Nox Tale. Sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Ist ein MMO auf sehr, 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 sehr kindlicher Grafik. Aber die Optionen, die man dort hat, sind in meinen Augen extrem vielfältig. Und die bocken einfach. Nach einer Woche hat man sich spätestens an die Grafik gewöhnt. Und dann hat man dort auch seine Leute gefunden, die Gilde, dann ist man im Teamspeak. Zumindest waren wir das früher. Und da hat er einfach gelappt und zusammen gefarmt und zusammen gespielt, zusammen Events gemacht und so weiter und so weiter. Das war mega. Aber im Großen halt sehr zeitintensiv. In dem, was haben sie gemacht jetzt? Mal mittlerweile. Die haben dauerhaft weiterentwickelt. Jetzt Spielinhalt technisch, weiß ich nicht, ob es den neuen. Hast du es mal selbst gespielt? Nee. Da gab es ja Akt 1, 2, 3, 4, 5, 6 gab es, glaube ich, auch. Da habe ich aber aufgehört zu spielen. Kam da gerade. Es war dann meistens wie so eine Story-Erweiterung. Mhm. Neue Spielerkarten, es gab da 3 Rassen, Bogenschütze, Schwertkämpfer, Magier. Du warst eine Grundform und konntest quasi mit Spielerkarten, hat sich das genannt, kurz SPs, die ja verschiedene holen. Ich glaube, es gab auch 8 verschiedene Spielerkarten pro Rasse. Und die hatten dann verschiedene Eigenschaften. Der eine war ein Wassermagier, der andere war ein Healer. Kein Damage gemacht, klasse. Und so weiter und so weiter. Es hat auch Spaß gemacht. Ich glaube, der ist rausgegangen. Wo seid ihr? Geistebene. Geisterebene. Ja. Er macht alle viel Damage. Ja, Geister. Ja, ja, er hat auch aufgehört. Egal, machen wir Dadar-Tempel weiter. Aber es fehlt. Ich weiß nicht, was die Leute sich da teilweise denken. Ich finde es schade. Weil gerade viele Spieler am Anfang mega Potenzial. Hurtbird zum Beispiel. Ist der echt Hurensohn mit Name? Ich hab ihn gekickt, keine Ahnung, war zu schnell. Hurtbird, das war quasi Fortnite-ähnliche Grafik. Und ein bisschen wie Rust. Hast du einen Bug? Nee, nee. Ein bisschen wie Rust. Musstest dir ein Häuschen bauen. Und dann gab es verschiedene Biotome, Eis, Wüste, das normale Biotop und so weiter. Und da gab es verschiedene Kristalle, die wieder unterschiedliches Equipment gebracht haben und verschiedene Kleidung, weil in der Wüstenregion, da brauchst du Sonnenmilch, sonst bist du langsam gestorben und so weiter. Und das gab es damals eine Early Access, habe ich mir auch geholt, das habe ich mit Kumpels gespielt, das hat Spaß gemacht und irgendwann haben sie es halt mit Updates kaputt gemacht. Und dann hat die Community gesagt, ey, scheiße habt ihr da gemacht und sie, ja, habt ihr Pech. Zack, übelst Spiel rückgegangen, wird jetzt kaum noch gespielt. Ja, habt ihr Pech. Das sind halt viele Spiele, die mega gut sind. Hören der Entwickler drauf, was die Community möchte. Man muss nicht immer auf die Community hören, da bin ich ganz bei den Spieleherstellern. Aber gerade bei entscheidenden Faktoren muss man einfach mit der Community zusammenarbeiten. Ob das geil ist, die Idee, oder absoluter Bullshit. Und bei absolutem Bullshit macht man sich das Spiel dann halt wirklich komplett kaputt. Manchmal muss man auch gegen die Community arbeiten, gerade einfach mal, um das Spiel ein bisschen innovativ zu halten, dass die Community sich umstellen muss. Blablabla. Bla, bla. Das hätten sie bei LoL mal ein bisschen mehr machen müssen.
einfach mal sagen, hier, Set, Yasuo, AD, Mitte ist nicht mehr möglich, da gibt es einen Debuff auf der Midlane und so weiter. Aber, nö. Es gibt halt irgendwie, in meinen Augen, aktuell nichts, wo einer alles richtig machen kann man sowieso nicht. Irgendein Verletzte immer oder ne, Verletzte ist falsch, enttäuscht immer mit Spielen. Aber es gibt nicht mehr, ist meine Meinung, einen, der wirklich hinter seinem Herzensprojekt steht. Klar muss er Geld verdienen, keine Frage, aber dem Geld nicht alles bedeutet, sondern die Community muss zufrieden sein und er muss davon leben können und seine Crew bezahlen können. Darf auch gerne gut leben, wenn das Spiel gut ist. Habe ich gar kein Problem. Und jeder von uns, der ein Spiel wirklich gerne spielt, es viel spielt, payt eh, ohne irgendwas zu sagen. Und die meisten, wenn sie das Geld haben, meinen das Spiel rein. Weil es ihnen Spaß macht und sie Item XY haben wollen, was schöner aussieht, was das Lieblingsitem ist oder was einfach mega aussieht. Macht die meisten von uns irgendwann mal. Und das unterstützt den Hersteller und das finde ich auch wichtig. Gerade, dass die Server am Laufen bleiben. Aber wenn alle nur noch so Zeug rausfurzen und nur noch Skins rausbringen, wie bei CSGO, das letzte große Update, haben sie eine Waffe reingebracht, die immer noch nicht spielbar ist in den Matchmaking-Spielen. Klasse, und eine neue Waffe war es auch nicht, das war eine von 1.6. Aber parallel haben sie in den Patches davor Maps rausgenommen, weil sie einfach selten gespielt wurden. Aber ist doch kein Grund, manche Spieler haben die gerne gespielt. Jetzt haben sie quasi die Vielfalt verringert. Phoenix. Und nichts Neues nachgebracht. Das machst du nur auf Phoenix. Phoenix. Und so zieht sich das durch. Und in LoL wurde ich damals bestraft, weil ich viel geflankt habe, klar. Aber heutzutage ist es eine richtig asoziale Community, bei denen 15 Spieler haben ungefähr gemacht. Die wurden in jedem Spiel geflankt, egal was wir gemacht haben. Wir haben die Botlane hart gewonnen, trotzdem wurde übelst rumgeflankt. Warum machst du das nicht? So eine richtige Klugscheiße-Community, die einfach nur provozieren will. Gehöre ich mit dazu, gebe ich zu. Aber dauerhaft ist es halt übelst nervig. Und es zerstört den Spielspaß komplett. Dota kann ich mich persönlich nicht mit anfreunden, weil ich weiß, wie lang es dauert, in so ein MOBA reinzukommen, bis man die Champions kennt. Bis man die Zeiten, wann Boomer am besten sein muss. Bis man die Item-Builds kennt. Bis man alles Mögliche kennt. Das dauert halt teilweise wirklich 1000 bis 2000 Spielstunden. Und das ist eine Menge Zeit. Und die möchte ich für Dota jetzt zum Beispiel nicht reinstecken. Wenn jetzt ein neues Mega-MOBA rauskommen würde, würde ich sagen, ey, klar, los. Nimmst du aber Hearts, LOL, nimmst du Heroes of the Storm, was du kannst. Ja, hab ich probiert, ist nicht meins. Keine Items. LOL ist jetzt einfach wirklich zu Recht am Sterben. So langsam am Sterben. Der Hype war viel zu lang. Und die haben einfach nur Scheiße gemacht, in meinen Augen. Es muss aber mal was richtig Neues und Innovatives auf den Spielemarkt kommen. Ist jetzt einfach gesagt, ja, ich wüsste jetzt auch nicht aus dem sofort, was, worauf ich Bock hätte. Weil ich habe schon eigentlich im Hinterkopf eine riesen Spielidee, die ich gerne umsetzen wollte. Dazu bräuchte man aber fette Programmierer. Da ich es nicht programmieren kann. Aber es wäre halt viel zu viel Aufwand für das, was am Ende das Spiel vielleicht abwerfen würde. Und das ist bei meisten das Problem. Sobald da keine Unterstützung irgendwo kommt von der Community, monatliche Beträge finde ich asozial. Aber es ist halt generell schwer, Geld als Spiel zu generieren. WoW. Ja. Aber was machen die meisten oder viele mittlerweile auf privaten Servern spielen? Ja. Immer Vega. Aber es ist halt immer alles einfach gesagt. Vielleicht sitzen auch Leute gerade an einem übelst brutalen Spiel. Ist ja alles möglich. Und ich hoffe, es ist so. Damit wir einfach mal demnächst wieder richtig geile Spiele spielen können. Du musst Ulti machen. Und das versetzt mich teilweise als alter Gamer in Traurigkeit. Ich finde zum Beispiel auch so Champions wie Quake Champions. Werden viel zu selten gespielt. Spiele ich privat immer noch. Zwar nur 3-4 Runden in der Woche. Aber es macht mir immer noch Spaß. Ist ein schneller, lustiger Shooter. Aber solche Spiele bekommen halt keine Aufmerksamkeit. Weil ich habe auch das Gefühl, dass die Community hat sich auch massiv verändert.
Zielgruppe der Spiele. Die sind einfach alles Grafikhuren geworden. Grafik sieht scheiße aus. Spiele ich nicht. Das finde ich halt. Müsste bei uns eigentlich auch so ein Umdenken stattfinden, dass die wirklich auch mehr auf Spielinhalte achten. Dass der Spielehersteller gezwungen ist, etwas mit Inhalt zu machen. Das sollte man auch übrigens auch bei der Politik machen. Nur mal so am Rande. Ganz schlechtes Thema. Wobei, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, da können wir jetzt noch fix umschwenken. Was mich übelst ankotzt, wo ich wirklich so einen Hals bekomme, im Wahlprogramm der CDU steht ja drin, Meinungsfreiheit muss weiterhin bestehen. Ne? Darf nicht irgendwie begrenzt oder sonst was werden. Und was macht dieser... Das ist übrigens irgendeine Beleidigung, die ihr euch ausdenken könnt, CDU-Politiker. So ein Upload-Filter wäre ganz geil. Kommt aus der CDU, ist quasi gegen das Wahlprogramm, wurde dafür gewählt, und dass sowas nicht bestrafbar ist, kotzt mich an. Wirklich, krieg ich den übelsten Hals. Wurde gewählt, man wählt ja fürs Wahlprogramm und manchmal auch aus Sympathie. Und dann arbeitet man gegen das eigene Wahlprogramm, das sollte bestraft werden, wirklich. Alles, was der Upload-Filter kostet, muss er privat sein. Das wäre geil. Am Politik könnte man vielleicht mal das andere Thema machen. Ich wollte es mal anreißen, weil mich das heute wieder angeht. Mal wieder. Der aus Chemnitz. So, zurück zum Spielen. Trainer Go ist ganz okay. Ich finde trotzdem, Trainer Go hat sich teilweise positiv weiterentwickelt. Außer, dass die Updates halt einfach mega auf sich warten lassen. Während auf der US-Version oder vietnamesischen Version schon wieder 5-6 gefühlt raus sind. Deutsche, nö. Nö. Nee, machen wir ne. Nee. Also wenn ein Update auf der US-Version rauskommt, sollte parallel ein anderes Update auf der deutschen rauskommen. Wir können gerne 5-6 Updates hinterherhängen. Vollkommen okay. Also sobald die ein neues bekommen, möchte ich wenigstens auch eine weitere Version dazu bekommen haben. Viele Spieler sind einfach an dem Punkt, gerade die von Anfang an spielen, die wissen ja, was sie machen sollen. Weil sie nichts mehr wirklich durchspielen müssen. Haben bei dem Duellturm alles. Die haben überall alles. Ja. Und warum sollen sie dann... Du bist fast an dem Punkt. Aber das ist halt Punkt, nur auf Dias, Fragmente oder sowas. Aber so ein neuer Modi. Es gibt ja schöne Modi. Wurmloch oder sowas heißt ja dann das nächste, ne? Ja, genau. Naja, erstmal... Ja, Wurmloch. Na, das Pokémon wegschreddern? Das ist was anderes. Ja, das ja. Wurmloch, ich weiß nicht, ob das als nächstes kommt. Jedenfalls, man guckt ja auch hin und wieder mal bei den US-Versionen rein. Aber ich will ja nicht anfangen zu spielen. Aber man ist halt doch irgendwo neidisch. Weil wir einfach nichts Neues bekommen. Und so zieht sich das überall durch. Andere Spieler, immer das Spiel, was man gerade gerne mag und spielt, macht einfach gefühlt keine Updates mehr. Und alle anderen Spiele, wo was Kollegen spielen, was Freunde spielen, was Streamer spielen, whatever, kriegen Updates nach dem Update. Dann wechselst du das Spiel, weil du denkst, ey, fickt euch doch alle. Ihr könnt mich mal. Dann wechselst du das Spiel, dann kommt da keine Updates mehr. Parallel sind auf dem letzten Spiel wieder Updates. So kommt es mir zumindest vor. Ist ja immer Wahrnehmung des Einzelnen. Aber gerade Trainer Go, finde ich, ist teilweise eine Frechheit, dass die Updates so brutal lang auf sich warten lassen. Ja, wir sind zu dämlich, das schnell um zu übersetzen. Na, übersetzen haben sie sowieso bis heute nicht mal alles übersetzt. Jetzt immer noch russische oder chinesische Parts, die einfach nicht gemacht werden. Richtig. Das ist der Typ auch auf K. Scheiße. Ist der wirklich auf K? Nee. Nee. Das hätte man. Schalt. Ja. Na, erzähl. Nee, hätte man gesehen, wenn er eingefroren geblieben wäre, dann wäre er AFK gewesen. Das nervt einfach aktuell. Spielermarkt nervt mich aktuell einfach nur.
Ich will einfach ein Spiel, was ich wieder suchten kann. Da will ich nicht mal der Beste sein. Es gibt immer Leute, die einfach 24/7 zu Hause sind, mehr Geld haben. Gönne ich dir noch alles. Ist mir vollkommen egal. Ich will mit Freunden, Kollegen, vielleicht sogar Abonnenten. Abonniert mich? Nee. Spaß haben. Ich will einfach Freude an einem, ich will mich einfach an den Computer setzen, Spaß haben und da einfach das Spiel genießen. Klar ärgert man sich, es gibt Freudemomente. Wenn Leute besser sind, ärgert man sich, aber man ist dann halt parallel auch angespornt und sagt, ey, warum ist er besser, was kann er besser? Ah, er ist besser im Aim, bam, ich muss das trainieren. Zack, er hat besseres Equipment. Ah, ich muss fahren. Ja, auch immer ist er irgendwo so ein Ansporn. Aber existiert aktuell nirgendwo. Bei Trainer Ghost ist halt, er spielt länger, hat dadurch mehr Ressourcen oder er hat mehr gepaid. Aber es ist jetzt nicht einfach so, dass man irgendwo hingehen kann und grinden kann. Das ist halt bei MOBAs. Dias grinden. Sure. Ich finde immer Dias einfach, dass generell alles irgendwie mit einem gewissen Prozentsatz bekommen kannst. Ist ja generell bezogen. Gerade dieses Grinden, das Suchen nach einem bestimmten Teil, finde ich, macht halt mega Spaß. Auch so Handelsmärkte sind bei Spielen, bei mir persönlich zumindest, immer sehr beliebt, weil entweder hast du das Geld nicht, um dir ein bestimmtes Item zu kaufen, dann kannst du mit jemandem tauschen, weil der einen Teil von dir möchte und du gibst ihm einfach Geld dazu. Oder du hast die falsche Klasse, um dort zu farmen. Dann farmst du im anderen Gebiet für ihn was, kannst da tauschen oder du farmst das eine, verkaufst das Wasser zu Geld und kaufst dir das Zeug, was du unbedingt brauchst. Ist halt immer eine nette Option, da ist man halt immer so ein bisschen frei. Das ist dann wie so auf dem freien Markt und der eine macht das, der andere macht das und am Ende möchte jeder sein Equipment irgendwie zusammenbekommen. Der eine farmt selbst, der andere farmt andere Items, die viel gebraucht werden zum Upgraden von sonst was und verkauft die und kauft sich mit der Erlös, ja? Jürgen ist auch auf dem freien Markt, Mädels. Ist das so? Ja. Call me. 0900 6x die 6. Frag Call me, Zwergi. Maybe. Nee, es ist einfach Kacke. Man könnte jetzt auch wieder alte Spiele ausgraben, sowas wie Nostale, aber habe ich ja auch alles schon mal irgendwo gespielt und dann weiß ich, wo welche Schwierigkeiten, ich weiß es immer noch, wo welche Schwierigkeiten sind, welches Equipment ich bei was wo brauche. Ist halt meh. Man möchte ja einfach mal neue Sachen spielen und nicht immer das spielen, was man schon kennt, was man mag. Man muss ja auch mal aus der Wohlfühlzone auch rausgelockt werden. Das Jokes ist übelst sehr scheiße. Ich hab mich gerade verklickt. Ist egal. Wer schläft? Bye, Bitches! Warum haben wir den eigentlich mitgenommen? VIP 14 war der, ne? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, Geld bringt halt keine Tür. Richtig. Gerade bei Teaminstanzen merkst du, wer Ahnung hat und wer nicht. Wenigstens greift er immer nur einen Pokémon an. Und er drei verschiedene. Gibt's ja alles. Aber wenn ihr ein Thema habt, gerade für den Podekoster, der wird dann meistens Donnerstag stattfinden, wenn wir es geschickt bekommen, nicht vergessen. Können wir über jedes mögliche Thema quatschen. Können wir nebenbei ein paar Teaminstanzen machen. Können wir über Gott und die Welt quatschen. Ist geil. Jede zweite Woche, ne? Jede zweite? Ja. Jede zweite. So ziehen wir mal am Wochenende eins auf. Können wir auch machen. Aber Themen müssen halt her. Weil ich bin in den Themen mal auch immer massiv kacke. Ich kann kein Smalltalk. Ich kann Smalltalk 0,0. Ich finde es übrigens klasse, dass er alles kaputt macht. Jetzt kann ich mein Ultimate gut einsetzen. Ja, wenigstens schlafen die beiden. Silkun macht nicht den Damage. Noch nicht. Dioxys übrigens auch nicht. Ich finde den Endelstein echt scheiße. Im Duellturm ist er mega nervig für die anderen, aber ich persönlich finde ihn kacke. Finde ihn pipi und kacke. Das ist einfach. Es macht richtig aggressiv.
Ich mach sogar mehr Damage. Na, mal gucken, wie lang noch. Ah, jetzt wäre schön, wenn du... Ist ein Arbeiten mit dir hier. Na, greif nochmal an, hübscher. Und Ultimate. Ich weiß nicht. Aktuell ist einfach... Man steht halt auf, macht seine Dailies, macht seinen Spaß. Aber es halt... Jeden Tag ist das Gleiche. Manchmal ist es ganz nett. Gerade wenn man einen Server irgendwo mitdominiert, ist das immer toll, macht Spaß. Wenn man irgendwo so... Schon ab Platz 9 ist es undankbar. Ich glaube, es gibt 8 Arenen. Oder? Gibt es 8 Arenen oder 7? Was Arenen? Eine Arena halt. Wo, mit den Chorkernen und sowas. Keine Ahnung. Machst du Königreich? 8, denke ich mal. 8 Orden. Würde am meisten Sinn machen. Na los, Königreich der Wunder. Mach ich auf, ja. Und schon Platz 9. Hat dann keine Arena mehr und verliert halt nach und nach immer mehr den Abstand. Das ist schon, ab da macht es eigentlich keinen Spaß mehr. Du kriegst keine Arena, du kannst kaum dauerhaft Kraft generieren und so weiter. Es ist halt da schon kacke. Was sind das denn, Voltulus? Bleib doch bei deinem scheiß Giratina, Mann. Nächstens ein Support. Log das ein. Stark. Es ist halt... Fortnite ist alles gut und schön, aber irgendwie... Was ich bei denen wenigstens gut finde, die lassen die Map auch nicht immer gleich, die verändern die auch. Finde ich persönlich klasse. Du hast einen Bug? Nein, ich schreib grad. Du sollst spielen. Feuer! Das war ja ganz stark. Hast du grad Buffklau gemacht? Nö. Wow. Der Noob. Er kommt, ja gar nicht dran. Der Typ ist so schlimm. Jetzt bufft er, pass auf. Doch nicht. Ui. Das ist dämlich. Wäre einfach schön, dass, wenn er buffen würde, hätte ich was davon. Ich mache noch keinen Buff-Claw, mache ich nächste Runde. Mach du mal Zapdos kaputt. Dankeschön. Ich habe ihm einen Steinkopf geschmissen. Das ist einfach... Pups. Hat man den wenigstens gehört? Ja. Nice. Ich muss halt viele pupsen. Der Pups ist die Freiheit des kleinen Mannes. Du Bam! Ach, scheiße, wir haben danach die Gleisebene, ne? Ja. Dumm! Dumm! Kann man das Simsala kaputt machen? Ja. Sehr schön. Ich hoffe, er bufft. Wenn er drankommt. So, und jetzt buff. Das soll einfach nur buffen. Einfach nur buffen. Man schenkt ihm den Hirn. Eine Faust verpasst. Ich finde Gengar auch mega cool. Okay. Das macht gar nichts. Hast du eine Kampfattacke gemacht? Naja, weil das macht kein Damage. Feuer oder Gestein. Ich kann ihm nur Stacks draufgeben, damit er Bird Damage. Jetzt buff doch ein. Oh, der macht 40.000 Damage. Mach du mal ein bisschen Galeo. Ja, ja. Treffe ich halt nicht richtig. Du. Ich hasse es. Ist Zubiris, ne? Drecks-Pokémon. Triff doch mal. Triff doch mal. Ich versuch's. Ui. Ui. Bam, bam. Bam. Knietschestuhl. Also, Spielermarkt zusammengefasst. Aktuell echt.
Mach's gut. Ist gut. Prost hier. Ist nochmal dran, bestimmt nochmal. Nee. Krass. Oh oh. Das wird jetzt eine knappe Ebene. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ich one-hit das glaube ich nicht. Nicht mal annähernd. Okay, Hantina ist tot. Guck mal, ich glaube einen Buff, damit wir schneller kaputt bekommen. Ja, danke. Affe, strong. Wie, was hast denn du bekommen? Ich habe 4-mal Gold bekommen. Ich habe die Sterne bekommen. Und 2-mal Gold und Doppel CD oder so. Oh. Ich halte Wunder nicht, Diamantenreich. Wie lange geht denn der Spaß jetzt schon? 50 Minuten? Geil! Einhorn. Ah, guck mal, unser Freund und... Lass mal stecken. Unser Freund und Helfer ist wieder da. VIP 11 und hat gar nichts. Na gut, vielleicht auf seinem Server ganz okay, aber hierfür totaler Crap. Der ist Server 20. Der hat vor dir angefangen. Der hat nicht vorher angefangen, der ist einfach nur doof reingegangen. Sieht doch an der Kraft schon in den Viech, an seinen Pokémon, wie hoch er ist. Arsch ist der. Am Papa. Doch draußen. Kann der einfach mal akzeptieren, dass wir nicht mehr mit ihm spielen möchten? Kicken muss man, also bannen wäre toll. Einfach mit der Begründung zu schwach, Punkt. Kelly, okay, ist das schon einsatzbereit? Ja, so. Ja. Ja, ist schon. Ist schon gut dabei. Ja, aber Shiny muss halt noch werden. Also Blitzen. Warum sie es auch Blitzen genannt haben? Total scheiße. Wenn du schon klaust, dann wenigstens ordentlich. Hast du einen Bug? Nein. Ich glaub. Ja, mach ich nicht genug Damage. Du hättest ruhig Laxo angreifen können. Hätte ich machen können. Aber so tötet sich selbst. Ach, die Buffs sind schön. Findest du? Ein Waffler ist das sehr schön. Und? Tot. Was? Der hat noch 495 HP. Merkst du was? Du bist kacke. Jetzt ein Thunder Equipment Set. Das sieht schon ganz anders aus. Na, ich hab kein AOE. Warum nicht? Erzähl es mir bitte. Hab ich nicht bekommen. Oh, da geht er down, der Latten. Ins Gesicht. Ich greif vor ihm an. Er ist auch nicht gerade stark. Aber er ist sinnvoller als unser Mann davor, weil er indirekt direkt bufft. Ist auch eine schöne Formulierung, ne? Bufft indirekt direkt. Naja, wenn ich angreife, gibt's einen Buff. Oder ich angreife. Wow, er hat Damage gemacht. Das war stark. Wie soll ich ihn angreifen? Oh, hast du mein Damage gesehen? On ja, point. Nicht vorhanden. Und ich. Klar, dass wir einschlafen. Warum hast du keinen Häuten drauf? Gibt es. Das Schlimme ist, dass es mit Leuten jetzt dran ist. Ich jetzt nicht. Doch, ich komme nochmal vorher dran. Oh, I'm dead. Schaffst du es alleine? I guess not. Ich muss zuerst den anderen umbringen. Okay, doch nicht. Ja, ich würde sagen, wir beenden das jetzt einfach. Wir versuchen jetzt noch gemütlich ein paar Boys, die das mit uns durchspielen. Ja, wenn wir merken, wie scheiße die Typen sind. Sagt uns tolle Themen, über was wir philosophieren und quatschen sollen. Und damit sagen wir tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal zum Podecoaster. Bis dann. One day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So
call it, I used to call it, living while I call it strength.